Hello, my name is Duke Danish Deutsch and I'm playing the Elden Ring. Ich bin's wieder. Bin hier oben auf dem Altusplateau und hab mich... Oh, schaut euch das mal an. Ist das... Das ist doch diese Dingsgruft, oder? Ja, ja. Das ist diese Heldengruft oder sowas, oder? Kann das sein? Ja. Grab des Helden von Gelmir. Schauen wir schnell. Ja, ja. Das ist das. Das ist das Grab des Helden von Gelmir. Okay. Gut, gut. Machen wir mal Sound an. Ja, ich bin vorhin ein bisschen bloß rumgeritten und bin oben mal wieder aufs Altusplateau, weil da habe ich noch gar nicht wirklich die Sachen so geguckt. Also hier, die zwar mal hoch, aber hier diese ganze Gegend hier, das hier, alles vor dem Tore und dann auch so hier herum und hier oben auf dem Plateau, das kenne ich hier alles gar nicht. Das wollte ich mir das hier gerade mal ein bisschen anschauen. Also, wir haben hier unten so ein kleines Dorf mit so Einis. Oh, weg, 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 weg. Zack. Das, also auf dem Pferd ist man schon echt mächtig. Gut, gut. Da unten die zwei. Wollen wir die mal probieren mit Giftpfeilen, hä? Oh. Oh, das ist einfach so geil, das Spiel. Nee, nee. Na, also mal... Leute. Kommt der hierher? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der jetzt... Der ist aber echt agil, der Dicker. So. Wow. Hey, Jungs. Chillt mal. Sind der jetzt endlich mal irgendwie vergiftet? Nee. Der ziemlich, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so einen hohen Poise hat. Haben sie da einen von Sekiro genommen, so in diesen dicken Drunkbird? Jetzt ist er vergiftet. Hat aber lang gedauert. Wow. Voll ins Gesicht. Und reicht's? Reicht's? Oder hört's wieder klassischerweise kurz davor auf? Ist meistens ja so. Na, 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 na. Und 3, 2, 1 und... Und du, kleiner Arsch. Und du, kleiner Arsch, kann ja wohl nicht wahr sein. Hauen die mir hier eins auf die Mütze. Und der hat jetzt gar nichts gebracht, oder? Naja. Oh. Kann ich hier... Nee, hier kann ich gar nicht meine... Hier kann ich überhaupt nicht meine Spirits rufen. Okay. Schön.
Ausrüstung war es. Achso, den habe ich sogar drin. Dich. Hey, warum ging es nicht weiter? Oh, das ist gefährlich, sowas. Das ist gefährlich, sowas. Ha? 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 Aua! Und? Wow, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Mitten in den, in den Schlag reingelaufen, ne? Aha, cool. Ich meine, es war klar, dass ich gewinne, aber war ein schöner Fight. War schön, hat mir gefallen. Ah, so. Nummer 36 lebt gerade hoch. Da habe ich ja so ein bisschen mal wieder, also zwei Caves gemacht. Dass die mal so alle so ein bisschen, wie sagt man, abgrasen. Damit ich das mal so von der Backe habe. Ja, aber sag mal, was bringt das hier? Denn da drüben ist nämlich so ein Blechheini, so ein Blechkopf. Ach ja, da dachte ich vorhin, dass da ein Händler ist. Ist aber leider keiner. Nee. Ja. Und voll in den Hintern rein. Da ist auch so ein... Was hat das damit dann auf sich, ja? War hier nicht dieser Kampf... Ja, hier war dieser Kampf gegen diesen Scharlachfäule-Typen. Ist das aufgezeichnet? Das weiß ich gar nicht. Ah, da. Die erste Verteidigung von Lyandale, eine Königsallianz, verfault von innen. Spuren der blutigen Verschwörung überdauern bis heute. Okay. Ah, wo bin ich denn jetzt? Okay. Zack, 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 da komme ich hoch. Ich möchte da hoch. Einfach mal dahin, wo ich noch nicht war. Dumme Bestien gelorin. Ist hier was? Ja, jetzt reiten wir mal da vorne hoch und dann schauen wir mal, wo uns das Ganze so hinführt. Zum Beispiel. Hallo? Ah, look who we have here. Yeah. How delightful to meet a familiar face. Oh yeah. Even after departing the Round Table Hold. I've been doing some learning of my own since then, actually. Hey. And will happily pass it along to you. Hmm.
I'm yet to find the noble gold mask. I suppose he'll be closer to the Erd Tree. The path ahead might be perilous, but tread it I shall. Since departing the Round Table Hold, I've come to understand, in my solitude, how little it is I truly know. Mm-hmm. I'm yet to find. I suppose the path ahead might be perilous. Since departing, how little it is. Der hat Anrufungen gehabt, gell? Ich hab grad ganz schönes Sümmchen, das heißt. Könnte man mal, wenn mich so Flammenzauber will ich ja immer, habe ich mir immer so gedacht, ah, Flammenzauber, das wäre ganz gut, ne? Das und das. Große Heilung. Ja, große Heilung, gib her. Auch gut. Jetzt gegen Magieschaden. Okay. May the Golden Order shine. Ja, ich hab vielleicht noch was für dich. Aber da muss ich jetzt erstmal gucken, ob das auch was für dich ist. Goldenes Schreiderwerkzeug. Gibt dies einem studierten Kleriker, um neue Aufrufung zu erlernen. Das Gebiet des Drachenkults aus der Habsburg. Hören Sie im Glauben der Ritter, die nach dem Krieg dem uralten Drachen stand. Kann einem studierten Kleriker übergeben werden, um Zugang zu folgenden Aufrufungen zu erhalten. Blitzender Speer, gezielter Blitz. Okay. Juhu! Further study of incantation. I can happily spare the time. That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Erd Tree. Na, Mist. Very well. Mist. Blitzschaden, eine Blitzwaffe. Jo. Und Blitz und Blitz. Ah, cool. So Blitzsachen. Ja, ja, May the Golden Order, bla bla bla. Okay. Da jetzt weiter geht's, schauen wir mal. Das ist ja nett, jetzt habe ich den da wieder gefunden, Bruder Corwin. Darunter gefallen. Was ist das hier für eine Kirche? Hey. Ist wieder die? Achso, vorhin war ich da, jetzt bin ich da. Ah, okay. Mal wieder ein bisschen Flugfeder und weißt du, für was sind das da? Schon so ziemlich cool aus Schlaffett. Was haben wir davon? Und noch ganz viele. Ah, Gift. Kann ich Scharlach auch holen? Schlafpfeile. Schlafpfeil ist natürlich auch nicht so doof, ne? Na ja, gut. Bist ja schon fast im Eimer. Upsi. Trotteln. Mir trotteln. Lass das doch einfach.
So, da ist jetzt die große Brücke, unter der ich immer unten drunter war. Ah, eine Fingerfrau. Hallo. Probiere ich nämlich auch gleich mal dieses Ding hier aus. Oh, dear. Hello. I'm terribly sorry. Everything is okay. Ja, klar. Was hast du denn? Oh, cool. Schwertschlüssel. Zwei coole Informationen. Die sind immer gut. Blitztopf. Wie viel habe ich denn von denen? Habe ich jetzt gerade 8. Der hat 3 von denen. Ja, cool. Der hat auch so von diesem Zeug. Vorbei. Hallo. You. Ja. Please, I can read them. Your fingers. Ja klar, Hände zeigen. Oh, wir sind gesegnet. Gen Osten, Rosinen aus Gold. Gen Westen, Sakrileg der Schlange. Super, wunderbar. Dankeschön für Ihre Zeit, gute Frau. Was war denn da? Klumpenfleisch. Die sind voll eklig, die mit ihrem Husten. Fast so wie ich. Ist einer. Oh, da sind 3. Kenne ich diese Ruinen schon? Nee. Ich glaube, diese Ruinen kenne ich noch gar nicht. Hm. Juhu. Ah, müssen wir uns noch den anderen Talisman reinziehen hier. Ja, da hinten ist noch einer. Oh. Na, hopp, Jungs. Hui, blub. Wow. Das hat dem anscheinend wehgetan. Und der nächste. Blutsch. Ah, da werden die Lungen frei, hä? Einer checkt's immer noch nicht. Die sind jetzt alle rum.
Wer war das? Oh, du bist schnell. Tschusch. Ja, bringen tut es gar nichts. Okay. Bringen tut es gar nichts, ne? Ja. Gen Majoren, dann gehe ich mal durch das. Das kann tödlich enden. Ach so, auch so ein Baum, hm? Da war aber niemand. Da war so ein Dicker. Die ich jetzt dann so mit easy peasy erledige. Hey, heißa. Ja, klar. Klar, gehen wir durch. Schawupp. Wir wollen doch wissen, wie es denn lang geht. Stört das eigentlich, wenn das Mikro da ist? Eigentlich glaube ich nicht, oder? Ach, guck mal, ich bin hier. Quasi jetzt genau auf der anderen Seite. Oh, wer ist das da vorne? Hi. So. Du bist sowas. Ein geiles Höschen an. The Sun, Bro. Geil. Okay, pass mal auf. Ich zieh mich mal um. Vielleicht habe ich ja was, was dir gefällt. Was dich denn. Nö. Eigentlich nicht, ja? Hm. Ja, tut mir leid. Irgendwie habe ich nichts, ja? Oh. Pass mal auf, können wir vielleicht was machen, dass wir hier. Nee, nicht Fingerschnipsen. Du. Bravo, Bein voll aufwärts winken. Der Ring, was wollt ihr? Fürchterlich, wie ihr wünscht. Hm. Hast du schon ein Zeichen gekriegt? Goldene Maske, okay. Was liegt denn da drüben? Jedenfalls bin ich ein ganz schönes Stück hier rüber gekommen. Ganz schön ein Stück. Das ist eine ganz schön weite Brücke. Okay. Warum ist da? Ach so, das ist wegen dem Turm. Genau, da hatte ich ja das gemacht mit dem Turm. Und da ist die Kristallheinis. Und. Gut, also hier komme ich dann nicht mehr weiter. Das heißt, ich müsste hier hoch und dann ja, machen wir das doch. Da war ich doch gerade. Bin so dumm. Na egal. Oder nee, war ich da gerade? Nee. Ach, die sind cool. Ich mag die. Und irgendwann verstehe ich auch die Lore dahinter denen.
Also muss ja irgendwas da geben. So. Ich reite diesen Weg entlang. Bei der Gabelung gehe ich nach rechts und dann komme ich an so Ruinen vorbei. Die könnte ich mir dann gleich als erstes mal anschauen. Ruine Nummer 4. Dann bei den Dings gehe ich nach rechts bei der Gabelung. War das hier schon die Gabelung? Nee. Also wer schießt denn da jetzt auf mich? Das geht ja mal gar nicht. Bin ich jetzt hier richtig? Ah ja. Das sind 4, da ist 4. Hier war ich auch noch nicht. Das ganze Plateau noch gar nicht schön erforscht. Noch gar nicht sauber erforscht. Das ist nicht gut. Macht mal. Überall die Typen, ne? Die haben auch noch nicht gecheckt, dass der Kampf vorbei ist. Hi. Oh. Da ist aber einer sauer, ne? Nein. Na, komm her. Das war dumm. So. Yay. Jetzt kann ich ein paar Schmetterlinge einsammeln. Ach, ist das geil. Hey. Ah, ich liebe diese Gegner. Diese sind so wie Sith mochte ich auch schon am allerliebsten und Dancer of the Boreal Valley. All diese ganzen Gegner, die mag ich voll gerne. Also anscheinend ist dort in der... diese Ruine ist irgendwie nichts mehr, oder? Oh. Soll das so blitzen? Sind ja schon heftig jetzt. So, ich schaue mir nochmal schon die Ruine an. Nicht, dass da noch irgendwie eine... Die hat keinen Namen, gell? Dann ist da auch nichts.
Trotzdem, sicher ist sicher. Ja, da ist nix. Also die, ich muss damit die Straße jetzt weiterreiten. Straße weiterreiten und dann... ich brauche mir mal lieber einen... Ziehe ich mir mal einen Blitzschutz an, ha? Von Talisman. Heilig. Was ich ganz interessant finde, ist da an der Mauer entlang zu reiten. Vielleicht haben wir so ein bisschen so den Eindruck, dass da vielleicht irgendwo noch einen Eingang gibt. Oh, und ich freue mich schon so, wenn es dann endlich den Guide gibt, wenn ich so irgendwann mal so durch bin, dann den Guide und auch noch das letzte Geheimnis. Ich liebe diese Guides. Die habe ich ja da alle von den anderen Büchern. Einer fehlt mir. Einer fehlt mir von Bloodborne gab es noch so einen für The Old Hunters. Gab es noch so einen Guide. Den habe ich leider nicht. Den kann man immer noch gebraucht kaufen. Aber geht's dahin? Guck einmal, da geht's da runter. Also ich muss ja da hoch. Aber ich schau jetzt einmal hier runter. Soundkulisse. Wow. Ach, dieses Spiel ist einfach. Aha. Nichts Besonderes. Eierstock des Landoktopus. Landoktopus, ich weiß, es. Wow, 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 weg. Ihr seid ja ganz toll. Shit. Ich habe falsche Taste gemacht. Ah, ich muss ja nochmal. Wow. Du Affe. Wo ist der Letzte? Der hat ihn aus dem Stab gemacht. Der hat jetzt seine Kameraden hier im Stich gelassen, oder was? Hallo? Dem ist der Kopf weggeflogen. Sogar meine Bodies holen. Hm.
auch noch so spezielle Lilien. Oh nein. Also ich verhau das immer wieder. Es ist so shitty, ey. Oh, da kann ich hochhüpfen. Das ist gut. Da muss ich ja auch hoch. Yay! Geronimo! Ja, genau hier sind die Blitze. Da kann ich diese Dinger einsammeln, wo ich nicht Fulgur-Blüte. Ich weiß gar nicht, wozu ich die brauche. Und warum da diese Blitze sind. Ich muss zu 1 und 2 reiten. Dann reiten wir es mit. Oh. Ist wieder so ein Drache. Oh, hi. Dich habe ich jetzt gar keinen Bock. Dich habe ich auch keinen Bock. Oh wow. Was bist du für ein krasser? Bestienknochen. Ja, den Drachen, den holen wir uns nachher. Jetzt schaue ich mir erstmal hier das an. Schau mal. Ja, hopp. Mann. So Blitzkühe oder was? Ja, das sind so Blitz. Voll witzig. Okay, da haben wir das. Und das. Jetzt gehe ich erstmal zu dem Einser. Wahrscheinlich ist es wieder mal mitten in der Nacht. Ja, gute Idee. Alter. Oh. Gewesen die ganze Zeit. Kirche der Sturmrufer. Okay. Blitz Großbolzen. Schottersteiner, toll. Heilige Träne, das finde ich schon mal gut. Segen des Drachenblitzes. Gut. Da sollte man nicht runterfallen. So, was habe ich jetzt? Ich habe Blitz. Das X gedrückt, das Y gedrückt, aber das macht er einfach nicht. Das ist einfach mal in einem Update
müssen die das irgendwie mal bereinigen. Jetzt weiß ich auch, was diese Dildos hier immer sind. Oh, in den Arsch. Wenn die da sind, dann sind meistens dann irgendwelche Bossen. Und zweitens kann ich dann meine Jungs rufen. Yay! Ein weiteres Heldengrab. Oder? Schauen wir mal. Ich brauche mal was zu trinken. Moment mal bitte. Yikes. Grab des heiligen Helden. Licht ist des Schattens Untergang. Aha. Brauche ich da irgendwie eine... Soll ich da mir so eine... eine Fackel anziehen oder was? Ja. Purpursamentales. Ja, schauen wir uns gleich einmal an, hä? Wo siehst du das? Oh, sowas von LP. Von Purpurtränen. Gut. Krieg ich mehr Saft. So, da war ja auch noch. So, wir nehmen uns hier. So. Wo war das denn mit dem? War das hier? Nee, das war hier, also pass auf, hinter den Bäumen, hier.
Drache. Oh, cool. Das haben wir untersucht und das haben wir untersucht. Jetzt müsste ich bloß noch diese Ruinen da unten untersuchen, wo die ekligen Typen sind. Da ist aber auch noch was, schau mal. Was bist du denn da für einer? Sag ich doch, dass da was ist. Hey, Scheiße! Entschuldigung, Scheiße gesagt. Ja, Feuer ist echt. Ein bisschen unangenehm, wenn es immer so rumblitzt. Ich kann ja auch dann hier. Oh, da hätte ich hochgekonnt. Mhm. Okay. Tja. Jetzt weiß ich, was du machst, du Blödmann. Coole Session wieder gewesen. Okay, einen neuen Drachen entdeckt, den ich dann irgendwie mal legen kann. Wow, vielen Dank fürs Zuschauen. War echt eine coole Session. Altes Plateau mal wieder ganz gut erforscht jetzt hat. Und ich freue mich schon auf morgen. Jetzt dann geht's weiter. Ciao. Ah. Subscriben, liken und die kleine Glocke daneben, neben dem Subscribe-Button, müsst ihr unbedingt anklicken. Dann wisst ihr, wann ich nämlich was Neues rausbringe. Ja. Ciao.